Man musste die gar nicht besiegen, oder? Das war nur der Shortcut. Oh na. Man musste die gar nicht besiegen. Ja, Heiderwitzka. Naja. Scheiß drauf. Einfach. Einfach, dass wir uns jetzt bewiesen haben. Wir kriegen es hin. Kiste fehlt noch. Welche Kiste? War da eine Kiste? Nee. Genau, das war ein persönliches Ding mit der Hexe. So sieht's aus, Chat. Völlig richtig erkannt. Kristallfragment. Kann gesäubert werden. Im aktuellen Zustand ist es wertlos, stand da. Entzückend. Elf von 14. Ah, hier gibt's echt stabilen Loot. Sehr geil. King Aldi, danke noch für den frischen Prime-Sub. Willkommen, viel Spaß mit den Emotes, wünsche ich dir. Was hat mich da gerade getroffen? Ah! Das ist so eine komische Ballerpflanze. Die haben doch irgendwo immer so einen Hauptspot. So eine Hauptknospe. Ey, was sollen die Scheiße? Der Nahkampfschadenboost ist echt crazy, Mann. Kann sich sehen lassen. Ich würde sagen, fast doppelten Nahkampfschaden habe ich. Wir haben die Story noch nicht zu Ende. Wie komme ich denn jetzt da oben ran an die Knospe, frage ich mich. Kratos ist einfach. Ey, ey, ey! Kratos ist einfach so der Wahnsinn. Wie geht denn das nochmal? Einfrieren, ne? Einfrieren oder anzünden? Ah, dann ist dauerhaft weg. Okay. Und unten hatten wir ja noch eine Kiste. Komm, gönn wieder. Gönn! Schnapp! Einfach nochmal 6 Asgarder Barren. Das schmeckt. Einfach schon 12 jetzt auf Tasche. Das heißt, beim nächsten Mal Schmied wird das ein oder andere Upgrade drin sein. Sieh dir das an. Oh. Willst du mal reinspringen? Wow. Also. Einfach ein optionales Gebiet, meine Damen und Herren. Einfach das optionale Gebiet sieht besser aus als das ein oder andere Hauptspiel, was man so kaufen kann. Und ein weiterer dieser Kristalle. Was war das? Okay.
reagiert? Es scheint so. Die Lande von Vanaheim sind auf jeden Fall lebendiger als die anderer Welten. Vielleicht ist er froh, dass der Kristall weg ist. Hm, sieht aus, als wollte der Teich noch etwas. Sein Kristall reinwerfen? Puh! So, und jetzt? Wow, es hat geklappt. Da, er hat uns auch was geschenkt. Wow, die Ausrüstung wird nützlich sein. Und Kristallscherben. Wir werden sicher für jeden belohnt, den wir zum See bringen. Wie praktisch. Gut, dass wir schon einige Kristalle gesammelt haben, was? Digga, was geht hier ab, Chat? Oh, die sieht... Hä? LOL, die Rüstung. Die sieht ein bisschen aus wie Iron Man. Wie Iron Man in Orange. Erinnert mich an eine Titan-Rüstung aus Destiny. Reduziert den erlittenen Schaden deutlich, wenn ein Runenangriff oder eine Reliquie eingesetzt wird. Hm. Gegnerische Treffer während einer... Ach, haben wir das komplette Set bekommen? Hm. Verrückt. 25% Widerstand gegen alle Statuseffekte. Diese... Boah. Absoluter Loot Cave hier. Und noch einen neuen Griff. Also der nächste Schmiedbesuch wird lecker, Chat. Es wird definitiv mindestens eine Stufe weg. Geil, feiere ich gerade das Gebiet, Mann. Glänzende Legierung, gut für... Noch eine Skizze von Dvali. Du hast sein Gewissen erwähnt. Ja, er hat eingesehen, dass die Asen mit seinen mächtigen Waffen wahrscheinlich Zwerge töten würden. Deshalb hat er seine Entwürfe überall verstreut. Und dann? Dann hat der Allvater davon erfahren. Frühling, Wiedergeburt, Erneuerung. Oh, ich hab den Duft dieser Blumen vermisst. Tut mir leid, Kleider. Komm einfach endlich zurück. Das müsst ihr mir erklären mit dem Hirsch-Chat. Der will irgendwas von einem. Diese Blumen, die man in allen möglichen Welten findet. Jo. Ja. Muss ganz kurz weg, Chat. Eine Minütchen. Zwei Minütchen. Kurz telefonieren. Bis gleich. Hey, Mimir. Wer hätte je gedacht, dass von mir und Tyr ich der Riese bin, hä? Ha, da hast du recht. Nun, redet mit der Hirsch mit einem oder was? Oder ghostet er einen weiter? Ja, ApoRed hat angerufen, wollte sich Geld leihen, Chat. Den musste ich kurz mal erklären, dass ich mein Geld nicht in ein schwarzes Loch werfen will. Mie. Haben wir ein Portal in der Nähe? Ach, das wird sogar markiert. Hirsch, Kratos, Wunschbrunnen, der Krater. Wie viel in dem Gebiet einfach ist. Haben wir irgendwas übersehen? Habt ihr noch eine Kiste irgendwo gesehen? Wo sind wir jetzt hergekommen? Ich blick nicht mehr durch. Wir sind von innen gekommen, richtig? Und hier geht's dann... Nee. Hä? Da, wo wir uns gerade drüber gezogen haben, will ich wieder hin. Wo wir den Sammel-Item eingesammelt haben. Hier. Genau. Und Flashbang.
Ah, jetzt sind wir hier wieder. Am Anfang. Okay. Hier, und hier ist auch das Portal. Gibt der Hirsch einen irgendwas, Chat? Braucht man das? Oder ist das nur für eine Trophy wichtig? Dann mach ich es jetzt nicht unbedingt. Okay, jetzt haben wir hier grob alles. Zu dem Berserker. Warum sind wir zu dem Berserker nicht gekommen? Trophäe und XP. Zu dem Berserker sind wir nicht gekommen, weil... Was war da das Problem? Muss man dann von der anderen Seite rein? Was hier alles noch gibt. Wir haben jetzt nur das hier gemacht. Das Stückchen. Und hier gibt es noch einiges, da gibt es noch einiges. Boah, geiles Gebiet. Geiles Gebiet. Aber ich glaube, wir sollten beim Schmied vorbeischauen, oder? Das ein oder andere Upgrade können wir uns leisten. Wo geht man am besten eigentlich zum Schmied? Da? Stimmt, beim Rabenturm wird es auch gehen. Oh, noch Loot übersehen. Sindris Haus. Ja, ich will jetzt nicht, dass die Hauptstory ich weitergeht. Wusste, wir haben etwas vergessen. Ah, einfach noch einen Asgarder Barren übersehen. Jetzt bin ich so gespannt, Chat. Wie kann ich helfen? Hup. Okay. Soll's was Bestimmtes sein? Alter, 27 habe ich davon jetzt. Ja, moin. Und wie viel Hacksilber? Ach du Scheiße. Finde ich auch ein bisschen komisch, dass wir über die Hauptstory gar nichts von dem Stuff bekommen. Jetzt in diesem Nebengebiet so geisteskrank viel. Laden Sie das Schwert auf, um Gesundheit zu opfern und Schaden basierend auf der verlorenen Gesundheitsmenge anzurichten. Ist die Belohnung vom Rabenbaum so krass, Chat, dass ihr sagt, die muss man jetzt unbedingt abholen oder was? Was es auch sein soll, ich mach's. Vierte Kiste ist okay. Okay, dann schauen wir mal hin. Da haben wir ja auch einen Schmied. Es kam mir so vor, als ob Vanaheim viel zu feucht wäre. War das die Folge des Fimbulwinters? Größtenteils, glaube ich. In Midgard gab es endlose Nächte und Kälte. In Svartalfheim Erdbeben, in Alfheim das pulsierende Licht. Aber in Asgard scheint gar nichts passiert zu sein. Odin hatte viel Zeit zur Vorbereitung. In Helheim und Muspelheim habe ich auch keine Veränderung bemerkt. Fällt mir auf, die urzeitlichen Welten könnten weniger anfällig sein. Was meinst du, wie es in Jötunheim läuft? Woher soll ich das wissen? Zeig mir deine Fähigkeit zur Spekulation. Wirklich? Ist das nicht auch egal, wenn niemand dort ist? Ich wollte jetzt nicht mich beim Schmied upgraden und dann vielleicht die Rüstung, die wir hier kriegen, dann doch benutzen wollen und dann muss ich die auch noch upgraden. Die Seele verwandelt. Der Geist wie klar. Bis auch dieser verdorben war. Finde God of War echt diskriminierend. Es werden dauernd Männer als stark dargestellt. Wieso gibt es kein Goddess of War? Digga, wir sind hier nicht auf Twitter, Bruder. Wir sind hier im Twitch-Chat. Was laberst du? Unerträglich. Oh.
Schwerer Runenangriff. Ach je. Ein gewaltiger Flächenangriff, der allen Gegnern einen enorm großen Bereich Schaden zufügt. Ich fehl noch welche. Eine Dienerin Modis. Sehr verschwiegen. Wir werden seine schmutzigsten Taten vertraut. Hey, was geht hier ab, Mann? Die reden durcheinander. Ah ne, ich kann noch eine aufmachen. Meteorschlag. Boah. Zähmung der Bestie. Sieht halt schon sehr geil aus, ne? Komm, wir haben gut gekriegt. Mal mitnehmen den Aal. Ich glaube, gegen Bosse wahrscheinlich das trotzdem am besten, oder Chat? Wegen mehr Single. Target Damage, das Peitschen. Wenn man das nochmal upgradet, hat es Schaden 5. Aber AOE-Angriffe, sehr geil. Und der von der Axt, der sieht geil aus. Aber bis jetzt habe ich eigentlich noch nicht so viel Bums dahinter gemerkt. Der hat einfach Level 1 schon. 4 Schaden, das ist ja völlig verrückt. Gekauft. Krass. Er hat recht, aber ich dachte, hier gibt es auch rüstungsmäßig was. Aber mit schweren Runenangriffen habe ich gar nicht gerechnet, Chat. Geil. Mimir, wie finden wir diese Rabenwächterin? Das wüsste ich gerne, aber... Ja, gegen Bosse können wir ja immer noch umskillen, geht ja easy. Boah, wie viele Raben da sitzen. Wir werden sie finden. Okay, da brauchen wir 38. Haben wir nicht 38 schon? Oder meinen die damit 48? Erforderliche Raben? 38, ach ja, 48, da brauchen wir alle. Raben-Mimaben. Okay, Chat, ihr habt das so geschrieben, dass ich dachte, da ist eine geile Rüstung drin. Ja? Drachenschuppengurt. Erhöht allen Schildschaden um der Folge. Jetzt Schildschaden bei Gegnern in der Nähe. Blocks und Paraden gewähren mit jedem Stapel eine Erhöhung der Stärke und Abwehr. Er wird zurückgesetzt, wenn Schaden genommen wird. Ach, mit dem Drachenzeug, was wir bekommen haben. Boah, 62 Stärke. Ist die gut, Chat? Vermisst aber dann das Gift. Macht schon Spaß mit dem Gift. Ich tue ja sehr gut, sehr gerne Blocks und Paraden machen, ne? Wollen wir die mal ausprobieren? Wir haben doch alles dafür. Komm, lass mal probieren. Verdammt! Bin ich gut oder was? Sehr gut. Wohl, ach, ich weiß nicht, Chat. Jetzt sehe ich gerade wieder, dass der Effekt hier auch so geil ist mit 40% mehr Nahkampfschaden, ne? Was bringen dir Schildparaden gegen Bosse? Fragezeichen, Chat. Die Rüstung hat halt
ganz nice Stärke so, aber kombinieren? Ja, das macht ja nicht so Sinn. Weil die Brustrüstung, die ich davor hatte, macht ja, dass wir durch Blocks und Nahkampfangriffe den Gegner vergiften können. Das ist, wie viele Rüstungen es gibt. Und alle fühlen sich so von den Effekten her nützlich an. Behalt erstmal die Giftrüstung, Chat. Die macht mir mittlerweile richtig Spaß. Und die sieht auch geil aus. Machen wir hier wieder das. So, hup, hup. Hier ein Upgrade gönnen. Komm, Stufe 6 mal hier. Liegt gut an. Oh, endlich Stufe 6. Oh, wir können uns so viele Upgrades leisten. Oh mein Gott. Gereinigter Kristall, Asgarder Barren. Wir können uns alles upgrade-mäßig leisten, Mann. Wann kämpfst du mal mit Fäusten? Na, ich tue immer halt mit Absicht, logischerweise, die Fäuste rausholen, um die Gegner zu vergiften. Dadurch schaffe ich halt teilweise immer Gegner, die über mir sind, ne? Weil das Gift die ein Level zurücksetzt. Passt gut. Gereinigter Kristall, funkender Kristall. Ich kann die schon auf Stufe 9 hauen? What? Das habe ich jetzt, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich schon dafür alles habe. Verdammt, bin ich gut oder was? Ah, schwellende Glut. Gibt es dann logischerweise ein Muspelheim, nehme ich mal an, oder Chat? Darin wirst du nicht mal einen Kratzer abbekommen. Ah, jetzt haben wir tatsächlich zu wenig Hacksilber. Wenn wir die... Beides könnten wir uns leisten, oder? Warte mal, funkelnder Kristall, 20. Da brauchen wir das gar nicht. Krass. Hätten wir genug Hacksilber, könnten wir beides auf Stufe 9 machen. Zerbrochene Runen kann man verkaufen, braucht man die nicht? Ah, für 5000. Haben oder nicht haben? Es geht doch endlich her. Menge 900. Ach so, ich kann. Ja, ja, ich nehm's. Warum habe ich denn davon so viele? Poliert wird das echt gut aussehen. Warum erfahre ich das erst jetzt, Chat? Ich bin ja sowas von rich danach. Jetzt muss ich das wenigstens nicht mehr selbst besorgen. Ja, lol. Ich nehm den Scheiß. Jetzt gib doch endlich her. Das ist ja voll busted, Chat. Rich. Ja, ja, ich nehm's. Poliert wird das echt gut aussehen. Gut, dass ich immer so viel gelootet habe. Ich schmeiß das zu den anderen. Jetzt muss ich das wenigstens nicht mehr selbst besorgen. Ah, jetzt verkaufe ich immer nur 5. Oh, jetzt, nee, ich habe geschliffenes Metall aus Versehen verkauft, ein bisschen was, aber da habe ich genug. 120k auf Tasche. Dann stellen wir mal was her. Jetzt bin ich fast schon so gierig, dass ich in Muspelheim rein will und da auch noch das die Upgrade-Materialien. Was muss man denn dafür machen, Chat? Die höheren Prüfungen, wo wir noch nicht haben? Die besseren? Und wie kommt man da überhaupt hin zu den besseren Prüfungen? Damit bleiben alle deine Teile an den richtigen Stellen. Liegt gut an. Geil. Einfach Stufe 9. Verdammt, bin ich gut oder was? Einfach Stufe 9, wie geil. Mit dem Schwert in der Mitte. Hacksilber kann man nicht verlieren durch Tod oder so. Soll es was Besonderes sein?
Essenz von Heal. Runenkraft, Abklingzeit, Glück. Jeweils 4. Versteinerter Knochen, Flüstertafel. Ich komme gar nicht drauf klar, wie viele Upgrades wir uns jetzt leisten können, Chat. Glimmende Glut, okay, wieder. Muspelheim, Party machen. Noch mehr Abwehr, Abklingzeit. Das war gerade so ein guter Call von euch, Chat, mit diesen Runenfragmenten verkaufen. Das war ein 10 von 10 Call. Ich glaube, in dem Gebiet wird es ja noch mehr von den Upgrade-Ressourcen geben. Ich zieh beides auf Stufe 7. Damit brichst du einige Knochen. Na, glänzende Legierung. Den Rest haben wir. Digga, so krass. Aber wird auch mal Zeit. Wir sind ja auch echt schon lange jetzt im Spiel drin. Da wird mal Zeit hier für dicke Upgrades, finde ich. Was ist mit dem Jungen? Vergiss nicht, du kannst ihn das Ding jederzeit drüber ziehen. Macht das eigentlich einen Unterschied, Chat, wenn der Junge solo kämpft? Also wenn er nicht, wenn wir ihn nicht aktiv steuern, was er für einen Bogen benutzt? Warum Facecam off, damit ihr alles seht? Suchst du was Bestimmtes? Damit ihr alles seht. Von mir aus kann's losgehen. Gestählte Überreste. So geil, dass die unterschiedlichen Stufen sich unterschiedliche Ressourcen, also dass die sich gegenseitig die Ressourcen nicht wegnehmen. Das ist auch so gut gelöst. Solche Five-Heads einfach. Knapp vor Stufe 7, Mann. Gleißender Kristall. Können wir auch auf Stufe 9 machen, wenn wir das hätten. Denn das Hack kriegen wir ja sowieso zusammen. Wahnsinn, Chat. Bin hyped. Eine Entscheidung getroffen? Jetzt bin ich mal gespannt, wie stark ich jetzt bin. Oh, geiler Scheiß. Das sollte für eine kleine Weile halten. Geil, Chat. Solche dicken Upgrades, Mann. Hammergeil. Hammer, hammergeil. So. Reliquie habe ich ja für den Nahkampf, ne? Wir haben noch 4000 EP übrig. Haben wir irgendwas noch hier, was wir kaufen wollten? Glaube nicht. Verfügbare Quests. Einige. So, die brennenden Himmel. Kommen wir da hin irgendwie, Chat? Auf die andere Seite. Da war ja auch der Berserker. Warum bin ich da nicht hingekommen zum Drachen? Muss man da irgendwie außenrum hin? Komm. Gut, ich hatte gehofft, dass wir nochmal zum Krater gehen. Wir haben dort noch etwas zu erledigen. Pyrgir steckt noch in feindlichem Gebiet fest. Pyrgir wird noch vermisst? Beeilen wir uns. Und was noch? Der wilde Geist des Kraters hat uns vielleicht noch mehr zu sagen. Was noch? Seidel-Krieger suchen noch den Kraterheim. Geben wir ihnen ihren Frieden. Klingt gut. Oh,
diese... Also, das ist... Warum ist das denn immer so hell, Mann? Heilige Scheiße. Guter Call. Wir können mit Atreus endlich uns die 5000er-Fähigkeit kaufen. Guter Call im Chat. Aufmerksam. Einen zusätzlichen Runenpfeil. Wenn wir jetzt nochmal 4000 haben, können wir uns beides holen. So. Haben wir einfach jede Fähigkeit beim kleinen Bre. So. Im Amulett. Während Weltenverschiebung erhöht sich der Nahkampfschaden. Ich glaube, das mit der Weltenverschiebung spiele ich erst bei Bossen, wenn ich auch gegen so kleine Pimpfgegner kämpfe, da finde ich die Reliquie für den erhöhten Nahkampfschaden einfach sehr geil. Die habe ich ja auch komplett geupgradet schon. Und wenn wir 7500 EP haben, holen wir uns noch das mit der Weltenverschiebung. Also, ihr habt nicht geflunkert, Chat. Einige meinten vorhin im Chat, jetzt geht das Game so richtig los. Und das ist ja wirklich geisteskrank, was man hier gerade für Upgrades um die Ohren geballert kriegt. Ich bin ein bisschen sexuell erregt, muss ich sagen. Der Drache ist zurück und er ist wütend. Oh, wie Schmeichler. Linke Seite! Guck mal, wie stark ich jetzt bin. Level 5er Gegner. Hey, was soll ich denn machen gegen den Bre? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Achtung, rechte Seite! Erstmal looten. Angriffs- und Rückzugstaktiken. Schlau. Es gefällt ihm nicht, dass wir hier sind. Warum ist dieser gefrorene Blitz hier, Chat? Wisst ihr das? Weil wir haben doch gegen Thor in Midgard gekämpft, richtig? Jetzt kann ich mich über die Barren nicht mehr so freuen. Wird noch erklärt. Okay, also Spoiler dann, wenn ihr es sagen würdet. Gut, danke. Endlich mal jemand, der nicht ja, das dann direkt sagt, sondern sagt, hey, Teil der Story, sei gespannt. Pfeife. Party. Die sind geaggrot, obwohl ich nicht hoch kann. Wirbelwinde, aber etwas klein. Vielleicht magisch. Sie sind etwas seltsam. Was sollen wir deshalb unternehmen? Ich weiß nicht. Wirbelwinde? Vielleicht verändern sie sich, wenn wir nach Zier sind. Wie sollen wir zu Pelgil kommen? Es führt kein Weg über die Schlucht. Dann schauen wir nach einem anderen Weg. Hörner brennen! Vorsichtig! Böser Treffer! Bist du in Ordnung, Kratos? Ich finde es so geil, dass man auch seine Haltung zurückgewinnen kann. Mit dem Rage-Angriff. Ah, ich bin so schön stark jetzt.
Welche Rüstungsset-Kombi findet ihr am besten? Haut mal raus, Chat. Ich finde wirklich das Gift-Set bis jetzt auch immer noch geil. Wahrscheinlich gibt es noch ein OP-Set, was ich gar nicht habe. Wie komme ich da hoch? Das Gebiet verwirrt mich. Irgendwas, ich glaube, hier ist auch irgendwas mit Nacht-Tag-Zyklus. Dann sind irgendwelche Sachen offen. Da oben ist Folge. Steinbjörn. Ich glaube, da komme ich nicht ran. Da ist noch ein Weltenriss. Also komme ich auch an die Truhe noch nicht. Berserker, Steinbjörn. Drachen ganz okay. Na, einfach drei Stück. Drache! Von rechts! Oh, scheiße. Nicht aufgepasst. Hä? Was bringt denn das? Hä? Wofür habe ich das jetzt kaputt gemacht? Für nichts? Für Lauf? Rechte Seite! Warte! Die auch gerade so mit LP vollgeballert. Und noch ein Kristall für den Teil. Dann ist auch noch ein Weltenriss. Oh! Wartet, hier drüben! Noch ein Geist. Alter, wie. Was weißt du noch vom Tag? Wie viele gefallen sind in dem Gebiet? Alles ist vernebelt. Ich weiß noch, dass ich nervös war. Diese Brosche. Ich wollte mit ihr um die Hand meiner Liebsten anhalten. Bitte, ich flehe euch an. Stellt mich wieder her. Stellt mein Gedächtnis wieder her. Dann kann ich euch alles sagen, was ich von diesem Tag weiß. Deine Überreste, wo sind sie? Ich schaute hinaus auf das Tal. Dann begann der Boden zu beben. Ich versuchte, einer einstürzenden Säule auszuweichen. Ich habe es wohl nicht geschafft. Ein weiterer von den Asen vertriebener Geist. Odin muss wirklich wütend gewesen sein, als Freya ihn verlassen hat. Odin würde niemals aufhören. Deshalb hat er Thor hierher geschickt. Und was ist mit Fey? Hat sie Thor herausgefordert? Brosche. Ich brauche oder Odin? Wer weiß. Aber die Wahrheit wartet auf uns. Sehr geiles Gebiet. Auch allein wegen den ganzen Upgrades. Also hier gibt es wirklich sehr viel zu entdecken. Das ist so ein Gebiet, das wäre in anderen Spielen, wäre das einfach contentmäßig ja, rausgelassen worden, um es dann als DLC nachzureichen. Von der Größe her. Es besteht kein Zweifel. Genau wie der gefrorene Blitz in Midgard. Doch ich war noch nie hier. Seltsam. Vielleicht hat irgendjemand... Oh, jetzt reicht's aber hier mit... Was ist das denn jetzt hier noch? Noch ein Geist? Irgendwas stimmt damit nicht. Drachen hinterlassen nicht solche Spuren. Solche Zeichen waren auch in den Völundermin. Weißt du noch? Hier muss ein Seelenfresser sein. Ich kann die Tiere hören. Sie haben Angst. Ja, suchen wir nach weiteren Opfern. Seelenfresser übersieht man schnell mal. Solange die Sonne scheint, kommt man hier wohl nicht durch. Ah. Geiles Gebiet, Chat, oder? Welches Level bin ich jetzt?
kurz vor 7. Also wenn ich Level 7 noch geknackt hätte, dann hätte ich tatsächlich den ein oder anderen Berserker, der mir auf den Sack gegangen ist, noch einen Besuch abgestattet. Ey, 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 jetzt mal. Der Drache ist hier. Der Drache da die ganze Zeit rumfliegt und auf einen ballert, ist schon ein bisschen nervig, sag ich, wie es ist. Oh, danke, dass das Spiel mir nochmal anzeigt, dass ich rote Angriffe mit Doppelkreis ausweichen kann. Sehr nett, danke. Danke, Game. Ey! Die Stelle ist ja wieder scuffed. Wie wird man den los, Chat? Den Drache. Noch ein Kadaver. Dann sind wir wohl auf der richtigen Spur. Wir nähern uns. Beim letzten Mal kann ich da jetzt nicht fighten. Wie viel zu viel Damage? Auch nicht, wenn der Tageszyklus geändert ist? Zeitquest, okay. Ich höre einen Rabe. Zu. Shortcut wahrscheinlich von der anderen Seite. Da war einfach ein Asgarder Barren drin. Nee. Fehlt irgendwo eins. Oder mehr als ein Speer. Normalerweise gibt es immer drei Schwachstellen. Vielleicht gibt es hier irgendwo noch eine. Ah, danke Mimia wieder für Spoilern. Korrekt. Oh, diese Giftpflanzen. Unerträglich. Noch eine Sator-Truppe. Du weißt, was getan werden muss. Erlöse sie. Was ist das denn für ein Damage von diesem kleinen Scheißer? Oh, noch ein Geist. Ja,
Ganz nice, dass wenn man richtig low ist, sich immer bis zu einem gewissen Punkt wieder heilt, ne? Oh, endlich mal wieder Asgarder Barren. Ist ganz nice, dann können wir, falls wir dann doch mal umbauen wollen, können wir die anderen Rüstungen auch alle hochziehen. Ne? Also ist jetzt nicht nutzlos. Ich höre den Raben. Hey da, auf ein Wort? Die Tore gehen, glaube ich, wahrscheinlich auch bei dem anderen Tagesform dann runter. Sensei, du könntest rein theoretisch schon erst sofort Ragnarök spielen, aber ich würde dir empfehlen, God of War 2018 zu spielen. Das Mega-Banger, Meisterwerk-Game und dann merkst du auch, was sie bei dem Spiel nochmal besser gemacht haben. Also, dass das Game nochmal einen oben drauf legt. Es war wichtig. Mein Kommandant wartet auf meinen Bericht. Du musst ja lange gewartet haben. Sag, was ist das Letzte, woran du dich erinnerst? Ich sah rot. Auf die Asen. Und da waren diese roten Bäume. Bitte, helft mir, mich zu erinnern. Dann kann ich euch sagen, was ich weiß. Thor wollte mit dem Militär der Warnen kämpfen. Haben die Warnen hier gegen Asen gekämpft? Ja, und diesen Kampf sollten die Warnen verlieren. Aber was hat der gefrorene Blitz mit diesem Konflikt zu tun? Nur ein Weg, das rauszufinden. Wir suchen weiter. Ich höre ihn, aber ich sehe nicht, Chat. Wo ist der Rabe? Ich höre ihn so, als ob er über mir ist. Die haben das auch gut gemacht. Man hört nicht... Also man hört die Raben, aber nicht mit 5.1 Sound. Das könnte man ja mit seinem Headset genau spotten. Wo genau sie sind. Aha! Na, ich habe jetzt auch nicht gehört. Ich habe nur gehört, dass er ungefähr in der Richtung ist. Nicht, ob er oben ist, unten ist, links von mir, rechts von mir, etc. Das wäre so OP. Dann würde man immer genau wissen, wo sie sind. Noch einer. Noch einer? Toll, jetzt können wir Sonne und Mond bewegen. Der Ort hatte schon bessere Zeiten. In jedem von den Dingern einen saftigen Sechser-Stack Asgarder Barren. Also die Dinger gehen dann auf, wenn... Hey, wenn wir die Tagesform wieder verändern. Uiuiui, was haben wir denn da unten? Hä, ich kann da nicht hin. Ah, ich verstehe schon. Da oben ist auch noch eine Kiste. Wie hat mir Callisto gefallen? Callisto-Protokoll, sehr geil. Geiles Game für zwischendurch. Aber hatte seine Probleme mit der... Mit der... Oh nee. Mit der Audio-Ausgabe, also mit der Synchro. Und... Es war halt ganz gutes Spiel, weil es so kurz war. Aber wenn das Game weiter, länger gegangen wäre, dann wäre es nicht abwechslungsreich gewesen. Oh. Neuer schwerer Runenangriff mit dem Speer. Ein Abwärtssprung mit großer Reichweite, der Gegner mit überwältigender Kraft trifft. Boah. Kraft erhöht sich. Also ich würde das Game trotzdem empfehlen. Callisto-Protokoll, aber auch nur, wenn du, wenn das Geld dir nicht mega wehtut, weil halt ja 12 bis 15 Stunden Spielzeit, je nachdem welchen Schwierigkeitsgrad. Ist aber auch ein leckeres Platin-Game für zwischendurch. Geile Grafik, geiler Splatter.
Einfach immer alles mal ausprobieren. Er kostet, ich glaube, ein Zehner weniger als Vollpreis kostet das Game. Du hast deine Schriftrolle, Geist. Und ich bin wieder ganz. Jetzt kann ich die Nachricht überbringen. Dein Kommandant ist längst tot. Ich? Natürlich. Odin schickte Thor, um das Tal zu übernehmen. Aber jetzt ist es wohl zu spät. Mike, was meinst du? Keine Sorge, wir kümmern uns um die Asen. Also, was weißt du noch über diesen Tag? Dead Space 1 nie gespielt, das hole ich noch nach. Freue mich drauf auf das Dead Space 1 Remake. Es hieß, er war auf der Suche nach einem Militärposten der Warnen. Ich wollte keinen Ärger, also bin ich schnell gegangen. Danach sah ich ihn nicht mehr. Aber vielleicht haben andere mehr gesehen. Vielleicht wollte Thor in der Methalle jemanden treffen. Wow, glaubst du, Thor hat dort Mutter getroffen? Faye hat mit mir... Durch das Treffen betäubter Gegner werden Schockwellen ausgelöst und es besteht die Chance auf eine Erhöhung von Stärke und Betäubungsschaden. Getrunken. Mit ihm hätte sie es auch nicht. Shiny Rayquaza, geiler Name. Nicht so gut, wie wir Danke noch für die 5 Naschis. Chat, gönnt man noch ein Yippie und eine Bombe. Willkommen an die 5 Neuen. Bedankt euch bei ihm. Baba Name, Digga. Hm? Ein Altar da oben. Und komm, können wir die Tageszeit ändern. Hoffentlich schläft der Drache dann. Auch eigentlich echt eine geile Mechanik. Oh, jetzt sind auch andere Gegner da. Ja, moin. Huh. Was soll's jetzt sein? Gut, mir wurde schon langsam langweilig. Du wolltest also gar nichts haben? Mal schauen, ob der Drache weg ist. Warum bin ich jetzt schon wieder ein HP? Ach so, weil ich mich gar nicht geheilt habe. Taktischer Rückzug. Der ist super nervig mit dem Drache. Kriegt das Tor überhaupt auf? Ich war richtig bei Brock mit dem Raben. Ich höre ihn auch. Dahin ist noch eine Kiste. Mit wahrscheinlich nochmal 6 Asgarder Barren. Sehe ich ihn vom Winkel? Gar nicht, oder? Ja, ich kann mich beim Tor healen, ich weiß doch, Chat. Töten Sie Geister. Ja, moin, ich habe einfach irgendwas getötet, ohne was zu töten. Ach so, oh. Manchmal sucht man einfach zu viel.